gibt ein paar Verbindungen. Für manche wird es besser, für manche schlechter. Ne? Oder für mehr wird es vielleicht schlechter. Jetzt ist ja der neue Fahrplan seit Weihnachten hier eingetreten. Auch mal der Bahn ein Dankeschön zu sagen. Wir haben ja als Weihnachtsgeschenk so ganz schöne neue Züge bekommen. Noch schöner wäre es ja, wenn diese Züge, diese Regionalbahnzüge, die es jetzt hier gibt, auch noch so halten würden in Biesenthal und in Bernau an den Umsteigepunkten, dass wir damit gut nach Berlin fahren könnten, weil das ist nämlich leider der bittere Tropfen, den wir damit eingehandelt haben, dass wir jetzt nicht mehr umsteigen können in den Regionalexpress. Ja, ich habe für meinen täglichen Weg zur Arbeit jetzt jeden Tag 30 Minuten mehr. Also statt 2,5 Stunden fahre ich jetzt 3 Stunden hin und her. Was ich total gut finde, ist, dass jetzt wenigstens ein paar Züge in Biesenthal halten, die direkt nach Berlin reinfahren. Was ich schlecht finde, ist, dass abends um 21, 21.30 Uhr so 1,5 Stunden Pause ist, dass man davon Berlin nicht nach Biesenthal kommt. Und was ganz dringend notwendig ist aus meiner Sicht, ist, dass der RE morgens um 6 wieder hält, denn das war der RE, der ganz viele Leute, mit dem ganz viele Leute nach Berlin zur Arbeit gefahren sind. Und was ich jetzt so beobachte, ist, dass zwar einige um 5 den RE nehmen, den nehme ich auch manchmal, aber die anderen, die halten um 5:30 und um 6:30, die kompensieren nicht die ganzen Fahrgäste, die sonst um 6 gefahren sind. Also wenn ich dann mal irgendwie in den Westen der Stadt muss, dann brauche ich dann halt wirklich deutlich länger. Muss ich eine Stunde mehr einplanen und auf dem Rückweg komme ich eigentlich grundsätzlich ein bisschen zu spät, um die Runde S-Bahn zu kriegen und stehe dann noch eine Stunde irgendwo rum. Was wirklich, wirklich, wirklich schlecht ist, das ist halt, dass man, wenn man abends hier im Bahnhof mal einen Film gucken will und der fängt um 20 Uhr an, dann ist es überhaupt keine Möglichkeit, dass die Leute um, ja eben der letzte Zug fährt dann um 21.20 Uhr. Mein Wunsch ist es schon natürlich, heute Abend noch nach Hause zu fahren. Es wäre schon schön, wenn die Anbindung Berlin-Wiesenthal irgendwie engmaschiger wäre. Also wenn ich vom Kreistagsabend zurückfahre mit dem Zug, muss ich erst nach Bernau fahren, dann eine Stunde warten und dann wieder hier fahren. Also das heißt, man ist quasi statt 9 Minuten von Eberswalde ist man hier eine Stunde und noch was unterwegs. Das Naheliegende wäre, also wenn wir schon einen Umweg nehmen müssen, dann wollen wir nicht dafür zahlen. Einmal war es so, dass ich mit der S-Bahn gekommen bin, extra mit der passenden S-Bahn. Ich fuhr mit der S-Bahn ein und der Zug fuhr parallel zu mir auf dem anderen Gleis auch ein, aber da die S-Bahn irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute wohl länger in Zepernick gestanden hat, hatte sie halt ein bisschen Verspätung und wir sind, weiß ich nicht, also es waren bestimmt 8 Leute oder so, die mit mir zum anderen Gleis gerannt sind und wir kamen auf dem Gleis ein und der Zug fährt los. Das war natürlich sehr frustrierend, weil der nächste erst in einer Stunde fährt. Also ich fände es voll toll, wenn der RE halten würde, weil dann würde ich viel praktischer zur Schule kommen. Jetzt mit dem RB muss ich immer über eine halbe Stunde warten, bis die Schule anfängt. Das ist ziemlich anstrengend. Ich würde viel lieber die halbe Stunde im Bett noch liegen. Ich fahre auch noch nach Eberswalde zum Schwimmtraining. Auf dem Hinweg ist es sehr praktisch zurzeit, aber auf dem Rückweg verpasse ich die Bahn gerade so und muss dann eine Stunde in Eberswalde warten, im Dunkeln und Kalten. Und in Eberswalde gibt es ja auch nicht so viel zum Warten und deswegen fahre ich meistens mit dem Auto. Und da wäre es für mich echt besser, wenn ich mit dem RE fahren könnte. Wäre es generell voll toll, wenn der RE in Biesenthal hält, weil ich nur eine Weile gehe noch zum Yoga und der RE fährt genau dann sozusagen, wenn die Yogastunde immer ist. Und es wäre einfach viel praktischer, wenn er hier halten würde und wir sozusagen gleich aufsteigen könnten und zum Yoga gehen könnten. Gerade im Winter, wenn man nicht wirklich kommt. Genau. Gerade im Winter, wenn man jetzt nicht Fahrrad fahren kann und gerade auf Züge oder öffentliche Verkehrsmittel halt total darauf angewiesen ist. Also was mich gerade total stört, ist, dass wenn ich mir im Internet meine beste Verbindung raussuche, um nach Berlin zu fahren oder an andere Orte, dass ich dann in der Regel über Eberswalde fahren soll und da an den Regionalexpress und dann wieder durch Biesenthal durchzufahren, ohne dass der RE hält, wo er, wenn er hält, würde ich also entsprechend kürzere Fahrzeit hätte und dann soll ich dafür auch noch bezahlen. Na, also den Umweg über Eberswalde und wieder zurück bezahle ich dann nochmal extra und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unmöglich. Eine andere Sache, die mir immer mal wieder passiert, dass mein Anschluss in Bernau weg ist. Also ich komme dann mit der S-Bahn angefahren, würde dann gerne die Regionalbahn erreichen und zack, die ist aber schon weg, wo die S-Bahn Verspätung hatte. Passiert einfach relativ häufig. Und noch viel besser wäre eigentlich, könnte halt in Berlin nicht in die S-Bahn einsteigen, sondern direkt in den Regionalexpress und müsste ohne umsteigen zu müssen eben hier nach Biesenthal fahren. Dann würde ich nicht immer mal wieder eine Fahrzeitverlängerung von über einer Stunde haben.
finde es schlecht, dass die Bahn jetzt 21.07 Uhr ab Lichtenberg wieder ins Umland Richtung Bernau fährt, weil das einfach zu früh ist, um irgendwelche Veranstaltungen in Berlin wahrnehmen zu können. Und so nach Hause zu kommen, dass es eben nicht zu spät ist und dass ich nicht mehrmals umsteigen und in irgendeiner Form auf andere Verkehrsmittel angewiesen bin. Der Zeitraum von etwa 1,5 Stunden, der dort nicht richtig bedient wird, der ist einfach zu lang. Also es müsste kontinuierlich, stündlich mindestens einen Zug geben, der auch im Wiesental hält, sodass man einfach vernünftig wieder nach Hause kommt. Ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst im Wiesenthaler Kulturbahnhof. Und da wir ziemlich oft Veranstaltungen im Abendbereich haben, komme ich selbst nicht mehr zurück nach Hause, weil einfach der letzte Zug kurz nach 21 Uhr fährt und das also Richtung Berlin und das funktioniert einfach so nicht. Also ich hätte gerne auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Züge, die spät abends noch fahren, in beide Richtungen. Ich fände es schon schön, wenn der Zug hier im Wiesental halten würde, weil ich dann viel schneller von Berlin hierher kommen würde und dann einfach am Wochenende nicht so lange im Zug oder auf den Bahnsteigen sein müsste oder im Auto sitzen. Und ich würde dann vielleicht doch öfter hierher kommen und halt auch viel schneller, und um halt hier ein schönes Wochenende zu verbringen. Gestern Abend wollten wir nach Korin zu einem wirklich liebevoll vorbereiteten Vortrag anlässlich der Ökofilmtour. Was mussten wir nehmen? Ein Auto. Aus welchem Grunde? Der Zug fährt zwar über Eberswalde nach Korin, aber wenn die Veranstaltung endet um 22 Uhr oder 22.30 Uhr und dann wollen wir natürlich mit bei dieser anschließenden Diskussion dabei sein, dann können wir nicht anders als mit dem Auto fahren, weil kein Zug mehr von Eberswalde um diese Zeit fährt und hier in Wiesenthal auch hält. Frühmorgens fahre ich mit der Regionalbahn. Ja, und Rückzug versuche ich, diesen Einsetzerzug 16.40 Uhr zu bekommen. War also so blöd, dass es ja in diesem Jahr schon zweimal komplett ausgefallen ist. Ohne Begründung, steht dann einfach nur, fällt aus. Dieses Versprechen, dass diese Einsetzerzüge ja uns ganz tolle Entlastung bringen, das stimmt ja dann insofern nicht, ne? Wenn ich dann auf dem Bahnsteig stehe und der Zug fällt aus und ich dann eine halbe Stunde stehen muss in der Kälte. Auch die Leute, die hier in Wiesenthal in diesen Einsetzerzug einsteigen wollen, um nach Berlin zu fahren, die stehen auch eine halbe Stunde rum. Was einfach wirklich blöd ist, wenn ich zum Hauptbahnhof will, brauche ich irgendwie jetzt 58 Minuten statt vorher waren es, glaube ich, 48. Und das könnten ja aber einfach nur 27 Minuten sein, wenn der Regionalexpress direkt halten würde zu den wenigen Zeiten, wo er das macht. Das ist ja auch so. Also dieser Anschluss dann, wenn ich jetzt von Wiesenthal nach Bernau fahre, um dann entweder in die S-Bahn zu steigen, die aber jetzt gerade auch dann immer noch 14 Minuten später erst fährt oder sowas, und nun gerade auch überhaupt nicht nach Friedrichstraße durchfährt. Also das ist irgendwie alles total ärgerlich. Und 40 Minuten warten in Bernau wiederum macht auch weder auf dem Weg nach Hause noch auf dem Weg in die Stadt Spaß. Ich habe ja echt nichts gegen Lichtenberg, aber irgendwie so eine Zugverbindung von Wiesenthal irgendwie zum Hauptbahnhof wäre so super. So, das kostet mich einfach jedes Mal irgendwie so eine halbe Stunde Umweg mit der S-Bahn irgendwie über Lichtenberg zu fahren. Und da so viele Leute nach Berlin in die Mitte fahren wollen, frage ich mich wirklich, wie kann man so schwachsinnig planen? Wenn ich dann mit der Mitfahrgelegenheit in Berlin lande, dann gucke ich natürlich, wie ich am besten hier rauskomme. Und dann möchte ich halt nicht erst nach Lichtenberg oder was. Wäre halt schön, wenn ich von Bernau aus oder was oder vom Hauptbahnhof sogar schon einfach direkt hierher fahren könnte. So, für mich ist es seit dem Fahrplanwechsel so, dass ich deutlich länger nach Berlin brauche. Also mein Wunsch ist, dass der RE3 in Wiesenthal hält. Dann wäre es auch für mich einfacher, jetzt nach der Elternzeit mir auch einen Job in Berlin zu suchen. So kann ich es im Prinzip nicht machen, weil die Zeit immer zu lange ist, die ich unterwegs bin. Es gibt also einen Wiesenthal Express, der fährt abends um 19.07 Uhr, fährt er ab Gesundbrunnen los. Und ich steige in Gesundbrunnen ein, bin 20 Minuten später in Wiesenthal. Und letztens bin ich fast zu weit gefahren, so schnell war der da. Ich habe es völlig verpasst, ich saß auf meinem Laptop und hatte nicht genug Zeit zum Arbeiten, der Zug war zu schnell. Wenn der Zug hier öfter fahren würde, ja, das wäre total genial. Der könnte einfach halten, das könnte auch der RE machen.